Einen schönen guten Nachmittag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei diesem ersten Teil der Webinarreihe Homeoffice. Mein Name ist Bettina Kerschbaumer. Ich darf Sie durch diese vierteilige Reihe begleiten, die jetzt heute ihren ersten Teil hat. Und damit darf ich auch schon den Startschuss geben für unser heutiges Thema. Es geht um die Online-Telefonie. Was es mit diesem Thema genau auf sich hat und warum sich die Sparte Information und Consulting der Wirtschaftskammer Wien diesen Themenkomplex Homeoffice jetzt besonders als Schwerpunkt gesetzt hat, das haben wir im Vorfeld Ihren Spartenobmann gefragt. Martin Heimhilcher, der uns Corona-bedingt seine Antwort per Videobotschaft geschickt hat, und die spiele ich jetzt ein. Willkommen bei unserer Webinarreihe zum Thema Homeoffice. Ich bin Martin Heimhilcher, Spartenobmann Information und Consulting der Wirtschaftskammer Wien. Wir haben diese Thematik aufgegriffen, da Homeoffice in Zeiten von Corona und den damit einhergehenden Lockdowns immer mehr Menschen betrifft. In Zeiten von Social Distancing ist die telefonische Erreichbarkeit eine ganz zentrale Frage. Aber wie schaffe ich es, alle die Features meiner Telefonanlage auch auf meinem Handy abzurufen? Wie richte ich die perfekte Rufumleitung ein? Das erklären Ihnen heute Joachim Fischer und Martin Grund und werden auch im Anschluss Ihre Fragen beantworten. Ich hoffe, dass Sie von unserem Webinar Online-Telefonie möglichst viel profitieren. Zum heutigen Thema Online-Telefonie haben wir also zwei echte Kapazitäten hier mit uns im virtuellen Raum. Martin Grund und Joachim Fischer, die beiden sind Kollegen vom Unternehmen, sind Kollegen im Unternehmen Enfon. In 15 europäischen Ländern ist dieses Unternehmen tätig und bietet Kommunikationsdienstleistungen an, ganz verschiedene, aber allesamt mit einem gemeinsamen Ziel, nämlich Unternehmen und ihre Mitarbeitenden, aber natürlich auch und ganz besonders Einpersonenunternehmen und Unternehmer und Unternehmerinnen mit ihren Kunden gut zu vernetzen, gut in Kontakt zu bringen, damit auch und gerade in Zeiten wie diesen das mit der Kommunikation weiterhin gut klappt, beziehungsweise sich vielleicht das Geschäft dadurch sogar noch ankurbeln lässt. Herr Grund ist Alliance Manager, Herr Fischer ist Head of Partner Management. Beide sind seit vielen Jahren schon in der Informations- und Kommunikationslandschaft unterwegs. Fast muss man sagen, seit Jahrzehnten schon, ohne Ihnen nahe treten zu wollen, meine Herren. Sorry, aber es ist wirklich viel Expertise. Herr Grund war auch schon in leitender Funktion im Bundesrechenzentrum tätig. Herr Fischer auch schon bei Microsoft und Kabel Plus. Also ich könnte da noch länger drüber reden, aber kurzum, es geht darum, dass wir ganz viel Expertise hier im Raum haben und auf die wollen wir jetzt schamlos zugreifen, wenn ich Ihnen dann die virtuelle Bühne übergebe, und zum Thema Cloud-Telefonie. Wie geht das überhaupt? Was bringt mir das? Wie verbinde ich mich da mit dem Homeoffice? Kann ich mir da etwas ersparen? Und das sind nur einige Fragen, auf die Sie dann eingehen werden. Apropos Fragen, da ist mir noch ein Punkt ganz wichtig, denn die beiden sind heute auch hier, um auf Ihre Fragen einzugehen. Und dazu bitte ich Sie um Folgendes. Sie haben im rechten Bereich Ihres Bildschirmes so ein Bedienungspanel und da gibt es einen Punkt, der heißt Fragen und da finden Sie so ein weißes Pfeilchen daneben. Wenn Sie das anklicken, dann klappt dieses Fenster mit den Fragen auf oder es ist vielleicht schon offen, je nachdem, welche Version Sie haben. Und dann können Sie hier Ihre Fragen ganz einfach reinschreiben und das kommt dann bei mir an. Das sammle ich dann hier in den nächsten 35 Minuten während des Vortrages und wir haben dann noch genug Zeit eingerichtet, um auf Ihre Fragen einzugehen. Eine letzte Information, bevor ich den beiden Herren jetzt die Bühne übergebe, ist noch die folgende, nämlich, dass dieses Webinar aufgezeichnet wird. Aber bitte keine Sorge, das sage ich eigentlich mehr aus Information, denn es ist kein Name, kein Teilnehmer sichtbar. Und wenn Sie uns eine Frage schicken über dieses Fragetool, dann werden die Namen selbstverständlich auch nicht sichtbar dargestellt. Ja, also hier bitte keine Sorge, aber DSGVO-konform habe ich Sie darüber jetzt informiert. So, meine Herren Grund und mein Herr Fischer, Herr Grund, jetzt übertrage ich dem Herrn Grund die Moderatorenrechte. Das muss ich jetzt vorerst noch machen. Ich hoffe, das mache ich alles richtig. Und dann wird Herr Grund jetzt seinen Bildschirm mit Ihnen teilen und es geht los. So, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie können meinen Bildschirm sehen. Ja.
sehen Sie meine Präsentation. Wunderbar. Ja, herzlich willkommen, liebe Unternehmerinnen und Unternehmer. Das Jahr 2020, Corona-krisenbedingt, was heißt das? In Zahlen, keine Orientierungshilfe zu Beginn für Sie. 45% der Beschäftigten in Österreich sind mittlerweile im Homeoffice, 40% zum allerersten Mal und lediglich 20% haben zuvor im Homeoffice gearbeitet. Wie sieht das nun in Hinkunft aus? Die gleichen Fragestellungen wurden im Sommer im Rahmen einer Studie von Deloitte gemeinsam mit der Universität Wien und der Universität Graz bei über 200 Unternehmen abgefragt. Nun ist die Situation so, dass wir nahezu 77% aller angestellten Unternehmer im Unternehmen ein Fortsetzen des Homeoffice-Betriebs sich in Hinkunft wünschen. Davor lag dieser Wert lediglich bei 49%. Was aber für uns alle in diesen letzten Monaten deutlich wurde, ist dieses unglaublich große Potenzial, das digitale Technologien im Grunde bieten und dass eigentlich alle Unternehmerinnen und Unternehmer jetzt gefordert sind, Prozesse und Werkzeuge aufzubauen für ihre digitale Zukunft und digitale Gegenwart. Im Bereich der Telefonie haben wir immer Thematiken, wenn ich mein Festnetz, mein Firmentelefon nach Hause aufs Mobiltelefon umleite. Was heißt denn das? Ich habe die Grundfunktionen meiner Telefonanlage nicht zur Verfügung. Ich bin extern nicht erreichbar, weil ich nicht zusätzlich weiterleiten kann. Ich kann klassische Funktionen wie Makeln, Rückrufen, Gespräche halten, nur höchst mühsam, wenn überhaupt, am Mobiltelefon durchführen. Und ich kann, wenn ich einen verpassten Anruf habe, diesen nicht zurückrufen, weil die Rufnummer des Anrufers bei der Rufumleitung oftmals nicht mit übermittelt wird. Praktisches Anwendungsbeispiel. Auf der Telefonanlage sehe ich, ob der Herr Fischer telefoniert oder ob ich ihn anrufen kann. Das sehe ich auch bei einem umgeleiteten Telefon auf mein Mobiltelefon nicht. Schlicht und ergreifend auch der Kostenfaktor hier schon der erste, denn eine Rufumleitung eines Festnetzes auf ein Mobiltelefon kostet Geld. Da gibt es viele moderne Features, die mittlerweile im Bürobetrieb uns allen ans Herz gewachsen sind. Die Computerintegration der Telefonie. Ich klicke auf eine Telefonnummer und diese wird gewählt. Ich will interaktive Netze dahinter stellen. Ich will Kommunikationssysteme miteinander verschränken. All das geht mit der simplen Umleitung auf Mobiltelefon nach Hause nicht. Wie schaut das Homeoffice heute aus? Welche Herausforderungen gibt es und welche Lösungsansätze bietet Technologie wie Cloud-Telefon? Einerseits die Herausforderung, Ausstattung, Equipment, dieses mühsam physikalische Geräte zu verbringen. Die Lösung: Telefonie ohne physische Infrastruktur, so einfach als möglich gestaltet, Plug and Play, sich einfach anzumelden mit einem Benutzernamen, einem Passwort und alle Telefonanlagen-Features digital zur Verfügung zu haben und das Ganze unter meiner einzigen Festnetztelefonnummer, die ich mobil vor mir habe. Geräte unabhängig zu kommunizieren, innerhalb, aber vor allen Dingen auch außerhalb meines Büroökosystems. Auf meinem Notebook, auf meinem Tablet, auf meinem PC. Und das alles, wie bereits erwähnt, mit meiner einen Festnetzrufnummer. Ein wichtiger Faktor bei diesen Unternehmensentscheidungen, in Kommunikationswerkzeuge zu investieren, achten Sie immer darauf, es geht um ein Herzstück Ihres unternehmerischen Tuns, nämlich um Ihre Kommunikation und Ihre Kommunikationsdaten. Achten Sie bei den Entscheidungsfindungsprozessen jedenfalls darauf, dass es um hochverfügbare, hochsichere, verschlüsselte Systeme gibt, die Sie hier verwenden und keine, ich sage es einmal salopp, ausgeschnitzten Garagenlösungen. Die Lösung: Cloud-Telefonie. Unter Cloud-Telefonie versteht man per se eine virtuelle Telefonanlagenlösung. Die Telefonie mit der Cloud-Telefonie basiert nicht
über Kabel wie bisweilen analog ISDN-Telefonie, sondern über das Internet, Voice-over-IP-Sprache über ihre IT-Leitung. Was steckt dahinter? Ich habe das öffentliche Telefonnetz in der Mitte, so tunlichst georedundant ausgelegte, hochverfügbare, hochsichere Rechenzentren. Und an diesen Angeboten habe ich als Kunde, als Anwender, als Unternehmen meine einzelnen Devices, meine Geräte verbunden. Also das Festnetz, mein Headset, das Mobiltelefon, das Büro und das Homeoffice. Und wie das genau vonstatten geht und was da wirklich dahinter steckt, das wird Ihnen dann jetzt der Joachim Fischer im Detail erklären und ich übertrage ihm jetzt die Moderatorenrolle. Bitte schön, Joachim. Vielen Dank, Martin. So. So, Dala. Ja, also vielen Dank, Martin, und vielen Dank auch für die netten einleitenden Worte. Ja, Cloud-Telefonie, Cloud-Telefonanlage. Mein Kollege der Martin Grund hat das schon jetzt bei der letzten Folie erwähnt. Was steckt da dahinter? Ich möchte vielleicht nur ein bisschen detaillierter in dieses Thema reingehen. Was noch gar nicht gefallen ist, ja, worüber wird eigentlich telefoniert oder was brauche ich für eine Cloud-Lösung? An diesen Standorten, ob das jetzt Homeoffice ist, ob das ein Bürostandort ist oder ob ich auch unterwegs bin, im Prinzip ist es eine Voice-over-IP-Telefonie. Das heißt, wir brauchen Internetverbindung, eine entsprechende Datenverbindung. Und diese Datenverbindung oder diese Verbindung wird dann in ein Rechenzentrum hergestellt. Im Idealfall sind es redundante Rechenzentren oder georedundante Rechenzentren. Und in diesen Rechenzentren läuft dann die Telefonanlage oder mehrere Telefonanlagen als virtuelle Lösung. Warum redundant? Auch ganz wichtig, Telefonie ist einfach unternehmenskritischer Bereich. Die Telefonie läuft über diese Rechenzentren und man muss natürlich gewährleisten, dass das auch hochverfügbar ist. Weil würde das nicht funktionieren, wären sie telefonisch halt sehr eingeschränkt oder gar nicht erreichbar. Somit Internetanschluss vor Ort, da geht es weiter ins Rechenzentrum und vom Rechenzentrum, wo dann die Telefonanlage läuft, ist dann die Anbindung Ihres Telefonanlagenanbieters in das öffentliche Netz, in das sogenannte, wie man es halt klassisch sagt, ins Postnetz, ja, verzeihen Sie den Ausdruck, und da geht es dann raus, wirklich in die Telefoniewelt, wo man sagt, okay, da wird dann übergeben in die Telefonierichtung. Es gibt eine Vielzahl von Devices und Möglichkeiten, wie man den Service nutzen kann. Da geht es gleich weiter. Wie schaut es im Prinzip aus jetzt der Funktionen einer Cloud-Telefonanlage? Was kann man sich da erwarten? Weil ich vorher gesagt habe, Voice-over-IP, viele kennen sicher Skype, WhatsApp bietet eine Telefoniefunktion, verschiedene Varianten. Ist im Prinzip alles in irgendeiner Form Voice-over-IP. Cloud-Telefonanlagen bieten aber viel mehr. Da geht es nicht nur um das einfache Telefonieren, sondern es geht halt wirklich um die Telefonanlagenfunktionen, wie man es von einer herkömmlichen Anlage, die vor Ort im Unternehmen steht, gewohnt ist. Das heißt, da ist diese komplette Anrufverwaltung inkludiert, dieses Call-Routing, natürlich Mobilboxen, Sprachansagen und so weiter. Also sprich, was passiert, wenn mich ein Kunde anruft, in welche Warteschlange kommt der, welchen Ansagetext hört der, welches Textvermelden gibt es da und so weiter. Also wir reden da jetzt nicht von Telefonie rein raus, sondern wirklich von einer professionellen Telefonielösung, die Sie als Unternehmen natürlich auch für die Kommunikation nach draußen hin zu Ihren Kunden weiterhin brauchen, obwohl sich, sage ich mal, die Rahmenbedingungen oder die Spielregeln im Businessumfeld geändert haben. Wir alle sitzen im Homeoffice, ich sitze im Homeoffice heute, Kollege Martin sitzt heute zu Hause, ja. Nichtsdestotrotz, unsere Kunden erwarten nach wie vor professionelles Service und möglicherweise noch viel mehr als früher, weil einfach dieser persönliche Kontakt, ich gehe in einen Shop oder ich gehe in ein Geschäft oder ich gehe wirklich zu Meetings jetzt und triff meinen Lieferanten persönlich, einfach wegfällt. Dadurch wird es einfach viel mehr virtueller.
und verlagert sie viel mehr Richtung Telefonie. Es gibt da eine Studie, die sagt, über 80% der Unternehmen setzen weiterhin auf Telefonie als Kommunikationsmittel zu den Endkunden. Klarerweise, weil die Kunden wollen einfach diesen persönlichen Kontakt haben und der passiert halt jetzt übers Telefon. Ja. Wenn ich mir das aussuchen kann, wie ich mit einem Chatbot meine Probleme und Anliegen diskutieren oder telefonisch, dann greife ich lieber zum Telefon. Ja, von den Funktionen her, was sollte eine Cloud-Telefonanlage auf jeden Fall bieten? Mobilintegration, dass man sagt, okay, ich möchte auch das ganze Ding, weil es ja als gehostete Anlage möglich ist, auch mobil nutzen. Und ganz wichtig auch diese transparente Berechnung und Abrechnung des Service. Ja. Der Vorteil an der Cloud-Lösung ist im Prinzip auch so, wie es Microsoft zum Beispiel mit Office 365 anbietet. Es ist ein Pay-per-Use-Modell. Sie nutzen im Prinzip einen Service und dieses Service wird abgerechnet. Und der große Vorteil ist, das ist monatlich, das skaliert monatlich. Das heißt, nutzen Sie es mehr, zahlen Sie mehr, verdienen hoffentlich auch natürlich auch mehr, nutzen Sie es weniger, zahlen Sie aber weniger. Das ist ein Pay-per-Use-Modell. Und im Idealfall ohne irgendwelche Mindestvertragsdauern oder Kündigungsfristen, ich sage bei einer professionellen Cloud-Lösung, können Sie das monatlich einfach kündigen und wieder weggehen. Es gibt verschiedene andere Varianten, wo man sagt, da gibt es Vertragsbindungen und Sie nehmen eine gehostete Anlage in einen Funktionsumfang X, haben dann eine Vertragslaufzeit von 5 Jahren. Ist jetzt dann nach unserem Verständnis ja keine Cloud-Telefonanlage, sondern ist halt einfach ein ausgelagertes Telefoniesystem, ja, aber nicht per se ein Cloud-Service, wie es eigentlich vom Gedanken her ist, wo ich sage, eine flexible, individuelle Lösung ohne irgendwelche, sage ich mal, langfristigen Verträge. Funktionen, die Sie dabei haben sollten, definitiv ist eine Anrufaufzeichnung, wo man sagt, okay, ich habe ein Call-Recording, das kann ich Gespräche mitschneiden, natürlich entsprechend datenschutzkonform. Sprachverschlüsselung ist einfach, sage ich mal, fix gesetzt, braucht der Anbieter, sonst würde ich da nicht hingreifen. Und natürlich CTI-Integration, also Computer-Telefonie-Integration, bedeutet, ich kann mein Telefonie-Endgerät über den PC einfach steuern und kann über diese CTI-Integration zum Beispiel CRM-Systeme, ERP-Systeme, Warenwirtschaftslösungen, egal welche Art von Kundenverwaltungen mit meiner Telefonanlage verbinden und dann aus dieser Applikation rauswählen und bei einem Gespräch, das hereinkommt, habe ich gleich die Kundenstammdaten auf meinen Schirm, kann den quasi Anrufer somit einfach professionell beraten. Wie jetzt auf unsere Lösung nur ganz kurz, wie kann sowas ausschauen? Ja, ich habe Ihnen da jetzt nur so ein technisches Bild mitgebracht, um zu sehen, welche, sage ich mal, Hürden oder welche Lösungen haben so Cloud-Telefonie-Anbieter. Also man hat da halt diese georedundante Lösung, steckt wirklich viel, sage ich mal, Hirnschmalz und Know-how dahinter, um diese Hochverfügbarkeit quasi zu gewährleisten. In unserem Fall ist es nur so, wir betreiben 2 Rechenzentren, Nürnberg und München, verschiedene Provider und. Ich würde jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber was ich nur hinaus will, ist, wenn Sie sich für einen Cloud-Telefonieanbieter entscheiden, hinterfragen Sie auch, wie ist der technisch aufgestellt. Es gibt sehr viele Anbieter und wie gesagt, der Service muss funktionieren. Ja, und es hilft Ihnen nichts, wenn Sie da jetzt einfach zum Billigsten greifen und da aber kein Ausfallszenario oder sowas drinnen ist. Das wollte ich Ihnen nur mitgeben auf dem Weg. Was haben wir sonst noch jetzt da bei dem ganzen Thema Cloud-Telefonie? Wir sind es aus meiner Historie gewohnt. Wir haben einen Festnetzapparat am Tisch stehen, über den wählen wir einfach eine Nummer, da gibt es Besetztviertellampen und so weiter. Ja. In der heutigen Zeit ist es so, einfach auch durch diese ganze Mobilität und durch dieses Thema Homeoffice, dass sehr viele Benutzer oder Kunden, unserer Kunden oder wie man es halt so sieht, diesen vom Festnetzapparat weggingen. Man sagt, man verwendet als App-Suite quasi, um das Festnetz einfach mitzuhaben. Im Prinzip gibt es Applikationen auf einem PC, auf einem Mac, Applikationen zum Beispiel auf einem mobilen Endgerät, also sprich das Festnetz in der Hosentasche. Und Sie nehmen dann, egal wo Sie sich geografisch befinden, einfach Ihre Rufnummer, Ihre Durchwahl, Ihre Festnetznummer nicht mit, sind dort erreichbar und sind dort, dann haben wir die Möglichkeit wegzutelefonieren und für den Anrufer macht es einfach keinen Unterschied, wo er sich gerade erwischt.
Und nichts leichter als das, wenn ich sage, ich mache das über Software, also ich nehme mir jetzt da irgendein Endgerät mit, speziell in der jetzigen Situation. Ja, Applikation, Web- und Desktop-App. Wie schaut das aus jetzt? Man kann natürlich eine Applikation installieren, lokal, via Word, Excel, PowerPoint zum Beispiel auf einem PC installieren. Sag einmal, moderne Cloud-Telefonanlagen bieten WebRTC-Integration. WebRTC bedeutet im Prinzip, Sie telefonieren über den Browser, also sprich über Ihren Google Chrome, über Ihren Firefox, über Ihren Safari und so weiter, was Sie halt als Browser verwenden. Im Prinzip steigen Sie auf eine Webseite ein, melden sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Kennwort in der Telefonanlage an und sind dann, wie man es da auf der Folie sieht, Teil dieser Telefonanlage mit Ihrer Durchwahl und Ihrem Benutzerprofil und telefonieren so raus. Hat den großen Vorteil, dass ich das natürlich auch nutzen kann, wenn ich jetzt nicht gerade meinen eigenen PC mit habe, sondern ich steige auf die Webseite ein, wie wenn ich, sag einmal, bei Facebook oder bei Amazon kurz in mein Benutzerprofil einsteige. Mit den Share, sage ich mal, so eine Funktion, was immer stärker in diese Telefoniewelt eindringt. Ja, Meet and Share bedeutet im Prinzip Desktop-Sharing, Videotelefonie, Screen-Sharing und so weiter. Das moderne Telefonanlagen und moderne Cloud-Telefonanlagen kommt es immer mehr dazu. Aber wenn man es einfach gewohnt ist von Applikationen wie Microsoft Teams oder von Zoom oder von GoToMeeting zu sagen, okay, ich telefoniere jetzt mit meinem Kollegen, er sitzt im Homeoffice, ich sitze im Homeoffice. Natürlich ist es angenehmer, mit Video zu telefonieren, speziell wenn man jetzt da einfach räumlich getrennt ist seit längerer Zeit. Macht da, sage ich mal, viel mehr Sinn zu sagen, okay, wie ist der eigentlich drauf? Ja, geht es dem gut, geht es dem schlecht? Also es macht schon Sinn, ein bisschen Video damit zu nehmen. Und natürlich Screensharing und Desktop-Sharing in der Telefonanlage auf jeden Fall, weil wenn ich meinen Kollegen auf meiner Durchwahl schnell anrufe und sage, du, schauen wir mal kurz gemeinsam über diese Excel drüber und ich kann mit einem Knopfdruck mein Desktop, also mein Screen freigeben, ohne dass ich sage, setzen wir jetzt ein Teams-Meeting auf und so weiter, ist das schon ein massiver Mehrwert. Dann natürlich, was brauchen Sie dazu? Fax geht zwar immer mehr zurück, ist aber nach wie vor ein Thema, speziell in Branchen wie Rechtsanwälten, Steuerberatern, da haben wir einige Kunden, die einfach da ganz stark auf Fax setzen. Da noch quasi als Tipp, wenn Sie Richtung Cloud-Telefonie nachdenken, schauen Sie, dass Sie beide Fax-Lösungen integriert haben in der Anlage, also sprich eFax, wo das Fax hereinkommt, in ein PDF zum Beispiel umgewandelt wird und dann per E-Mail zugestellt wird, oder auch die Anbindung eines klassischen Faxgerätes, also ein analoges Endgerät mit zum Beispiel irgendein Multifunktionsgerät, wo man wirklich nur einen Zettel reinsteckt. Und natürlich dann die Integration in die Betriebssysteme, damit das reibungslos funktioniert. So, zur Mobile App möchte ich nur ganz kurz gehen. Mobile App, wir merken, der Trend, klar, geht immer mehr A Richtung Cloud, B Richtung Mobility. Und die Mobile App ist quasi, wie es vorher schon gesagt hat, die Telefonanlage oder das Festnetztelefon in der Hosentasche. Da gibt es ein paar so Feinheiten, wo ich sage, was sollte die Mobile App können? Ja, sie sollte ein bisschen mehr können als Telefonie, weil sie wollen ja nicht nur Telefonie damit abbilden, sondern sie wollen ja auch Teil der Telefonanlage sein. Sprich, sie wollen sehen, ist mein Kollege besetzt, würde das Gespräch weiter verbinden, kann ich das überhaupt jetzt da übernehmen oder will mich vielleicht selber gerade auf besetzt oder auf Do Not Disturb setzen, weil ich in einem Meeting bin. Solche Statusse wollen Sie sehen, also Besetztfeldlampen und Benutzerstatus würde man gern sehen. Natürlich hätten wir gern das Telefonbuch, ja, Integration vom persönlichen Telefonbuch, aber auch von dem Adressbuch der Telefonanlage, weil vergesst man nicht, es gibt sehr viele Unternehmen, die Bring Your Own Device Policy fahren, also sprich, lieber Mitarbeiter, nimm dein eigenes Smartphone, weil viele Mitarbeiter sagen, naja, ehrlich, ich habe gar keine Freude, wenn ich jetzt von der Firma ein Handy kriege, weil jetzt habe ich mir gerade ein neues Handy gekauft und jetzt habe ich ein zweites Firmenhandy und so weiter. Würde aber trotzdem gerne diese
Firmenkommunikation von meiner Privatkommunikation trennen, weil ich natürlich nicht will, dass meine Geschäftskontakte auf meiner privaten Handynummer anrufen, aber trotzdem in einem Device wäre das ganz nett. Ja, das macht man mit so einer Mobile-App-Integration. Man hat eine App auf dem Smartphone, ist somit über diese App in der Telefonanlage angemeldet, über die Festnetznummer und Durchwahl erreichbar. Kann diese auf Do Not Disturb setzen, außerhalb der Geschäftszeiten, und ich kann entscheiden, wie telefoniere ich jetzt weg, bin ich privat erreichbar, bin ich geschäftlich erreichbar, bin ich beides erreichbar und so weiter. Also sehr schöne Integration und vor allem providerunabhängig. Sagt man mal, okay, jetzt wechselt ich meinen Mobilfunkprovider, dann ist es natürlich eine gute Lösung zu sagen, mein Anbieter meiner Cloud-Anlage und mein zum Beispiel Mobilfunkanbieter sind unterschiedlich, ja. Dann habe ich trotzdem meinen Telefonanlagenservice weiterhin und kann mir noch einen anderen Mobilfunker umschauen, wenn ich sage, okay, aus was für ein Grund auch immer, möchte ich da jetzt was machen. Ja, jetzt haben wir viel über Software gesprochen. Nichtsdestotrotz, Telefone, Endgeräte kernunterstützt in einer Cloud-Telefonanlage. Es gibt ein ganz großes Portfolio. Entschuldigung, Voice-over-IP-Endgeräten, da gibt es von Yearlink, Panasonic, Snow und Polycom wirklich namhafte Hersteller und sehr ausgereifte Modelle für diese klassischen Bürobetrieb. Ja. Sage ich mal, auf dem Schreibtisch im Office, wenn wir hoffentlich von der Homeoffice-Regelung wieder wegkommen und mehr im Office kommen, haben wir dann halt auch ein Telefon stehen. Und da gibt es mit besetzt Feldlampen und so weiter. Da, was gibt es zu dem Thema Telefone und Endgeräte zu sagen? Es gibt zwei verschiedene Varianten, wie ich Endgeräte ansprechen kann in dem Bereich Cloud-Telefonie. Und zwar gibt es ein sogenanntes Zero-Touch-Provisioning für Endgeräte. Das bedeutet, ja, ich nehme irgendein Endgerät aus der Verpackung raus, zum Beispiel ein Panasonic-Endgerät, registriere dieses Endgerät in der Cloud-Telefonanlage, einfach nur mit seiner Hardware-Adresse, mit seiner MAC-Adresse, und dann erfolgt die komplette Konfiguration dieses Endgerätes, also von den Besetztfeldlampen, vom Klingelton, von der Sprache, alles zentral über diese Cloud-Telefonanlage. Das heißt, das muss einfach gewährleistet sein, weil es ist nichts, ich sage es einmal so, es ist nichts nervender, als wenn Sie eine Cloud-Telefonanlage verwenden, dann nehmen Sie ein Endgerät her, zum Beispiel Panasonic oder Snom, und dann müssen Sie dieses Endgerät manuell konfigurieren, sprich müssen Sie zu dem Endgerät in das Endgerät eine Verbindung herstellen, auf die Oberfläche des Endgerätes drauf, dieses händisch in die Anlage provisionieren, schauen, dass Sie das anmeldet, schauen, dass es sauber läuft, und natürlich im Fehlerfall, wenn das Gerät dann defekt hat, das Gleiche noch einmal. Ja, professionelle Cloud-Anlagen registrieren nur die MAC-Adresse des Endgeräts, machen dann quasi Auto-Provisioning auf das jeweilige Device, und die komplette Konfiguration des Endgerätes erfolgt über das zentrale Telefonanlagenportal. Das Schöne ist, fällt ein Endgerät raus, zum Beispiel ist ein Snom oder was auch immer defekt, und Sie wechseln auf eine andere Type, weil Sie gerade kein gleichwertiges Telefon haben, dann muss diese Telefonanlage verstehen, okay, jetzt steht da gar kein Snom-Telefon mehr oder Panasonic, jetzt steht da der Yearlink. Und die Funktionen, die auf mein Panasonic konfiguriert waren, mit Rufumleitungen, Besetztfeldlampen und so weiter, müssen eins zu eins auf das Yearlink übernommen werden, ohne dass Sie jetzt am Endgerät irgendwas umstellen wollen. Denn nur so haben Sie den Komfort von quasi Managed Service und von einer professionellen Cloud-Lösung. So, jetzt sind wir da mal über das ganze Thema Telefonanlage drüber. Ich habe vorher gerade gesagt, Microsoft Teams. Ich würde gerne nur Microsoft Teams mitnehmen, weil es einfach geniales Tool ist, weil sehr viel eingesetzt wird in Unternehmen. Aber, ich sage einmal aber, aus dem Grund, weil die Kommunikation von Microsoft Teams nach draußen hin, also zu ihren Kunden und vom Kunden rein zu ihnen, nicht über Microsoft Teams funktioniert. Oder sehr wenig das machen werden. Sie werden kein Microsoft Teams Invite oder Gespräch mit einem Kunden führen, der am Handy unterwegs ist und der sie jetzt gerade anruft. Ich sage jetzt Autowerkstatt zum Beispiel, das Beispiel. Ja. Also ich greife zu meinem Handy, rufe meinen Mechaniker an, mache mir einen Termin aus, mit dem mache ich kein Microsoft Teams Meeting. Nichtsdestotrotz, Microsoft Teams im Unternehmen einzusetzen, macht durchaus Sinn,
weil ich dann plötzlich Chat drinnen habe. Ich habe eben diese Teams-Funktion, Kalenderintegration, kann auch Kommunikation im Unternehmen mit Teams führen. Jetzt haben wir aber sehr oft die Situation, dass es dann einen Bruch der zwei Welten gibt. Jetzt haben wir Unternehmen, die Microsoft Teams im Unternehmen einsetzen und dann, wenn es nach draußen geht, zum Hörer greifen, sage ich mal, und dann über die Telefonanlage wegtelefonieren und somit eigentlich zwei Parallelwelten pflegen. Und ist in der heutigen Zeit nicht mehr notwendig. Microsoft Teams kann man in einer modernen und professionellen Cloud-Telefonanlage einfach mit anbinden, wie ein Endgerät, wie zum Beispiel ein Tischtelefon oder wie ein Smartphone. Und plötzlich haben Sie die Möglichkeit, mit Microsoft Teams als Applikation, die Sie auf dem PC betreiben, auch wirklich raus zu telefonieren und das quasi als Softphone zu verwenden oder als wirkliche Telefoniefunktion. Und das ist natürlich für den Anwender eine sehr einfache Geschichte, weil der verwendet Teams in der internen Kommunikation, verwendet aber dann auch Teams, um raus zu telefonieren zum Endkunden und hat noch mehr Applikationen, mit der er sich beschäftigen muss. Das war jetzt einmal so ein großer, grober Überblick über Cloud-Telefonie. Ja, das Beste aus zwei Welten, Microsoft Teams und Voice. Ja. Nur kurz zur Lizenzierung bei Microsoft Teams. Es gibt eine entsprechende Basislizenzierung. Also man muss quasi den entsprechenden Office 365 oder Microsoft 365 Plan haben. Dann gibt es da gewisse Tonlizenz, die man dazu braucht. Und dann wird das quasi in die Cloud-Telefonanlage integriert und hat somit diese Telefonanlagen. Und sehr schön ist, man kann das wirklich individuell lösen. Keine Telefonie-Hardware braucht man, ist eine reine Software-Integration. Ja. Und sage ich mal, in der Regel relativ einfach umzusetzen. Ja, ich möchte da nur mal kurz zusammenfassen. Also was mir wichtig wäre, was hoffentlich gelungen ist, mir zu vermitteln oder was Sie mitnehmen sollten. Bei einer Cloud-Telefonanlage, es geht viel mehr darum zu telefonieren, raus, rein, da passiert jetzt nur Gespräche, sondern 150 Funktionen hat eine Telefonanlage schnell einmal und da müssen wir schauen, okay, ja, erstens brauche ich die alle, b natürlich, eine Cloud-Telefonanlage skaliert und wächst einfach mit der Zeit mit, weil es ein Managed Service ist. Mobiles Arbeiten, wenn das nicht funktioniert, dann brauche ich eine Cloud-Telefonanlage, das ist der große Benefit davon. Und natürlich, was wir noch gar nicht gesprochen haben, die Kosteneffizienz. In der Regel kann man sagen, im Vergleich zu einer klassischen Lösung, wenn ich jetzt damit einrechne, ISDN-Grundgebühren, vielleicht Wartungsvertrag von der klassischen Telefonanlage, Software-Updates und. Man kommt da schon auf ein sehr hohes Einsparungspotenzial runter. Also wir haben da schon gerechnet, Sachen von bis zu 50% Kosteneinsparung, teilweise sogar mehr. Ist natürlich wiederum abhängig von der Kundensituation und so weiter, aber da ist sehr, sehr viel auch von der Kostenseite zu holen. Nur OPEX, also sprich, in der Regel keine CAPEX, also keine großartigen Investitionen zu sagen, ich muss jetzt eine Anlage kaufen, die kostet mir jetzt einmal ein paar tausend Euro, sondern sie haben als Pay-Per-Use-Modell eine monatliche Subscription, die sie bei ihrem Telefon, bei ihrem Cloud-Telefonanlagen Anbieter ähnlich einer Office 365 Lösung einer Microsoft haben. Wenn ihr Unternehmen sich vergrößert, dann investieren sie mehr. Wenn ein Unternehmen sich verkleinert, dann wird es weniger. Also diese Skalierbarkeit. Schauen Sie bei der Lösung drauf, wie weit das Ding skaliert. Ja. Unsere Lösung zum Beispiel geht pro Kunden von zwei Nebenstellen, theoretisch auch von einer Nebenstelle, wobei bei einer Nebenstelle muss man sagen, okay, wie viel Sinn macht der Telefonanlag bei einer Nebenstelle? Ja, vielleicht mit Warteschlangen und so weiter, dass man den Text vermelden drin hat. Aber ich sage, von zwei Nebenstellen bis zu 250.000 Nebenstellen pro Kunde haben wir nicht viel in Österreich in der Größe, aber ich sage, ein bisschen Skalierbarkeit muss man schauen. Und dann würde ich mal sagen, in der heutigen Zeit einfach da, wo die Reise hingeht und wo man sagt, okay, da das ist von der Kommunikation her sicher was, wo man sagt, macht definitiv Sinn, speziell in der jetzigen Zeit über sowas nachzudenken, A, wegen Kosteneinsparung und B, einfach für einen professionellen Auftritt nach draußen hin und für komfortables Arbeiten für uns alle im Homeoffice in der jetzigen Situation. So, danke für die Teilnahme.
Es war mir wirklich eine Freude. Wir stehen jetzt nur für Fragen und Antworten gerne zur Verfügung. Ja, und das war es jetzt nochmal von unserer Seite. Vielen Dank. Herr Fischer, Herr Grund, vielen Dank. Das ist natürlich eines der Herzstücke dieser Webinare, dass die Teilnehmenden, die hier jetzt auch zugehört haben, auch ihre Fragen stellen können und möglichst auch ganz individuell jetzt auch drauf schauen können. Und sind auch, jetzt ist auch nochmal eine Frage gekommen, während Sie gesprochen haben, ist eine Frage gekommen, die Sie teilweise schon beantwortet haben, auf die ich aber jetzt nochmal einhaken möchte. Da ging es um die Frage, wo werden denn die Daten gehostet? Ich erweitere die Frage noch um das Thema Datenschutzgrundverordnung, denn wie Sie ja wissen, ist das gerade bei kleineren Unternehmen so ein bisschen, da gehen die roten Alarmglocken an. Immerhin, da geht es ja auch um Kundendaten. Also da bin ich ja nicht mehr alleine, sondern da werden ja auch Kundendaten in das System transferiert und ich darf mich hier keiner Schuld, ich muss sicher sein, dass ich hier keine, dass ich alles richtig gemacht habe. Darf ich mir hier einfach sicher sein, mit solchen Systemen Datenschutz DSGVO-mäßig richtig unterwegs zu sein oder muss ich dann noch was bedenken? Also es ist einmal, die Telefonieanbieter müssen natürlich die DSGVO-Vorschriften erfüllen. Ja. Es gibt verschiedene Anbieter am Markt. Unsere Rechenzentren stehen zum Beispiel in München und in Nürnberg. Das heißt, wir würden die Daten in Deutschland, oder was heißt wir würden, wir hosten die Daten in Deutschland. Da muss man aber sagen, die Daten, die da gehostet werden, sind im Prinzip nur die Daten der Telefonanlage. Das heißt, es ist da drinnen erfasst, wer ist mein Mitarbeiter, was hat der für Durchwahl, was hat der für Rufnummer. Es werden ja keine Daten irgendwie gespeichert, die wirklich diese Gesprächsdaten sind. Das heißt, alles, was wir sprechen über die Telefonanlage, wird natürlich nicht gespeichert oder irgendwo zwischengespeichert, sondern also diese Daten gibt es nicht. Es gibt dann natürlich bei jedem Telefonieanbieter irgendwelche Abrechnungsdaten, logischerweise, die halt entsprechend der Richtlinien gespeichert werden für den Zeitpunkt der Abrechnungsperiode und dann halt entsprechend der Richtlinien ein bisschen hinaus. Aber ich sage einmal, das ist wichtig für den Endkunden zu sagen, okay, für welchen Anbieter entscheide ich mich? Weil es gibt natürlich auch Lösungen, wo die Rechenzentren nicht in Europa betrieben werden, wo die Rechenzentren zum Beispiel in den USA betrieben werden oder auf anderen internationalen Standorten. Und dann muss wiederum dieser Anbieter halt dem potenziellen Kunden halt entsprechend gewährleisten, ja, wir halten trotzdem die europäischen Datenschutzrichtlinien ein. Ja. Okay, ja, gut. Es geht gleich um die Kosten, eh klar. Könnten Sie bitte ein Kostenbeispiel für die Verwendung im Zusammenhang mit MS Teams und 4 Angestellten machen? Die Telefonzeit, also die Zeit pro Tag, die telefoniert wird, beträgt etwa 5 Stunden für alle 4. Ja, damit wir mal so Daumen, mal Bier, ein bisschen was zum Anhalten haben. Wer von Ihnen beiden möchte? Ich kann gern so kurz dieses Rechenbeispiel machen. Es ist eine schwierige Frage. Ja, ich versuche sie so allgemein und gut wie möglich zu beantworten, weil speziell bei Microsoft Teams, ja, gibt es in der Lizenzierung so eine Bandbreite. Ja. Sie kennen von Microsoft Teams oder Office 365 den E1-Plan verwenden, der liegt unter 10 Euro. Man kann einen Business-Plan verwenden, der sehr günstig ist, unter 10 Euro liegt. Man kann aber auch Microsoft und Office 365 bis zum E5-Plan lizenzieren, wo der Microsoft E5-Plan mit den entsprechenden Features über 30 Euro liegt. Also allein ich einmal für die Teams-Integration gibt es eine sehr große Bandbreite entsprechend dessen, was brauche ich auf der Microsoft- und auf der IT-Seite für Lizenzierung und was erwarte man vom Microsoft-Produkt. Ja. In der Telefonanlage ist es so, dass man in etwa, sage ich mal, so pro Nebenstelle von 8 bis 10 Euro pro Nebenstelle kalkulieren kann. Ja, dann on top würde die Microsoft-Lizenzierung kommen, wie gesagt, von bis, sage ich mal, von unter 10 bis über 30, ja, je nachdem, was mache ich da. Und das wiederum pro Nebenstelle, also sagen wir mal, in einer Größenordnung von 25 Euro inklusive der Nebenstelle, also Telefonanlage plus Teams, 25 Euro pro Mitarbeiter. Und die Gesprächsgebühren werden abgerechnet im Regelfall. Ja. Also man hat eine Gesprächsabrechnung, wo man sagt, ja, was wird telefoniert, das wird einfach in Rechnung gestellt. Ja, also so in etwa. Ja, 5 Mitarbeiter wären wir dann, 5 Mitarbeiter 100 Euro.
Ja, aber das ist wirklich also sehr, sehr, sehr grob und aus der Hüfte geschossen, ja, weil es sind so viel Unbekannte bei dieser Rechnung dabei, dass man sagt, das, also haben wir verstanden, da gibt es einen hohen Individualisierungsgrad, da ganz kann man genau, viel customizen, genau. Da hängt es von vielen Dingen ab, aber dauert man mal bis, das ist einmal so ein bisschen der genau. Richtwert. Gut. Gibt es einen Herrn, der hat zwei Fragen, die werde ich gemeinsam stellen. Kabel Plus wäre ein Anbieter für mich in Müllendorf, der auch Voice-over-IP anbietet. Kann dieser auch die MS Teams-Integration, beziehungsweise nach was muss ich für eine MS Teams-Integration bei einem Voice-over-IP-Provider hinterfragen? Also wonach sollte ich fragen? Und die zweite Frage ist, kann mit der Cloud-Telefonanlage auch über eine Anlage eine Rufnummer aus Wien und Müllendorf als ein System abgebildet werden? Und für mich immer das Ziel, MS Teams am PC, Smartphone und Tablet sein. Also, Verstanden, okay. Ja. Wunderbar. Wer möchte es, Herr Fischer, Sie gleich? Sie bleiben gleich. Ich würde Martin, wenn ich darf, weil ich die Kabel Plus aus meiner Historie kenne. Also Kabel Plus. Meine Fragestellungen sind bei dir Microsoft und Kabel Plus. Genau, Microsoft und Kabel Plus. Ja. Also, ja, Kabel Plus ist meines Wissens ein Anbieter für Cloud-Telefonanlage. Die haben sowas im Portfolio. Sie müssen fragen bei Ihrem Anbieter, gibt es quasi die Microsoft Teams-Integration? Ist Kabel Plus quasi ein Trusted Advisor der Microsoft? Die Microsoft hat hier eine Handvoll zertifizierte Partnerunternehmen oder Telekommunikationsunternehmen, die diese Teams-Integration anbieten und die auch von der Microsoft entsprechend supportet werden, im Störungsfall, um auch von der Microsoft-Seite die Unterstützung zu kriegen. Ja? Also da wäre man die Kabel Plus auch, seit sie Trusted Advisor der Microsoft im Bereich Voice over IP, im Bereich Direct Routing und ist da, habt ihr als Kabel Plus die Microsoft Teams-Integration. Das ist einmal die erste Frage. Und dann zwei Standorte in Wien, ein Standort in Wien, einer in Müllendorf, ja. Klar, großer Vorteil der Cloud-Telefonanlage, Sie können mehrere Rufnummern in eine Anlage integrieren und können dann entscheiden, über welche Rufnummer ich wegtelefoniere und welche Rufnummer verwendet wird, ja. Mit dem Zusatz aber, Sie müssen natürlich entsprechenden Nachweis haben, dass Sie erstens diese Rufnummer auch verwenden dürfen und das auf diesem Standort, und da geht es jetzt da um quasi Notrufthematik, wie es im Telekommunikationsgesetz verankert, dass Sie auf diesem Standort auch wirklich einen physikalischen Standort haben. Ja? Ich sage, rein technisch gesehen könnte man in einer Telefonanlage, in einer Cloud-Telefonanlage eine Rufnummer aus Salzburg dazu hängen, technisch gesehen, macht ja halt kein Anbieter, wenn sie nicht in Salzburg einen Standort haben, dort wirklich die Telefonnummer verwenden dürfen und so weiter. Aber wenn das rechtlich geklärt ist und sie Besitzer der Rufnummer sind und in diesen Ortschaften auch wirklich einen Standort haben, im Zuge des Standortnachweis, wie er der verlangt, kann man mehrere Rufnummern in einer Cloud-Telefonanlage einbinden und Sie haben eine Telefonanlage für viele Rufnummern. Das Ganze geht natürlich auch international. Ja. Kann zum Beispiel sagen, ich habe eine Cloud-Telefonanlage und habe drei österreichische Nummern, zwei deutsche, drei polnische und eine aus Rumänien. Und der Herr hat auch nochmal jetzt gerade, Verzeihung, der Herr hat jetzt gerade nochmal konkretisiert, ja, es sind zwei physikalische Standorte, er pendelt zwischen beiden und möchte aber eben immer erreichbar sein. Ja. Ist ein Feature einer Cloud-Telefonanlage, können Sie so machen und können Sie dann auch mit Microsoft Teams, wenn die Kabel Plus in dem Fall die Teams-Anbindung bereitstellt, dann haben Sie quasi einmal Microsoft Teams auf dem Notebook oder auf dem Smartphone die Applikation installiert, melden sich quasi da an und telefonieren dann entsprechend, wie Sie es eingestellt haben, mit der oder der Rufnummer raus. Geht es auch mit Indonesien? Dort hat der Herr nämlich auch ein Büro und fragt das jetzt auch nochmal explizit nach. Geht natürlich auch, aber da haben wir halt das Thema, wir telefonieren über Internet. Das heißt, nach Indonesien muss man halt einfach schauen, ist die Bandbreite ausreichend, die Roundtrip-Time nach Indonesien, also sprich, ist die Internetverbindung in die Cloud-Anlage entsprechend gut, um da professionell das zu nutzen. Und Indonesien wird halt dann spannend, diese Rufnummer in eine Cloud-Telefonanlage zu integrieren, weil ich glaube, das wird
für jeden oder für viele europäische Anbieter große Herausforderung, eine indonesische Rufnummer zu übernehmen. Und dann muss man immer nur eines bedenken, ja. Wenn Sie jetzt eine indonesische Rufnummer, ich sage, was wäre wenn, ja, in eine Cloud-Telefonanlage dazunehmen und dann telefonieren Sie aber in Indonesien über diese Cloud-Anlage zu einem indonesischen Standort, ja, dann haben wir ja die Cloud-Anlage irgendwo gehostet. Das heißt, die Gesprächsgebühren, die dann entstehen zum wirklichen indonesischen, zur Gegenstelle, ja, die muss man sich dann ganz genau anschauen. Kann ich wirklich einen lokalen Voice Breakout in Indonesien machen? Ist das ein Ferngespräch, was dann geführt wird? Also solche Sachen gibt es dann zu beachten, um dann halt einfach wirklich hohe Kosten zu verursachen. Ja, also der Herr hat nochmal konkretisiert, dass hier Glasfaser liegt, also zumindest in Jakarta, also gut bis dorthin jedenfalls. Gut. Wird das funktionieren, ja. Genau, ich möchte gerne den Kommentar eines Teilnehmenden abholen, der sich nochmal bezogen hat auf unseren Austausch zum Thema DSGVO. Sie haben ja da geschrieben, Sie haben zu mir gesagt und zu den Teilnehmenden, die Daten werden ja nicht gespeichert. Dieser Teilnehmende hat nochmal, es ist ihm wichtig zu sagen, die DSGVO beginnt ja schon bei der Verarbeitung der Daten, nicht erst bei der Speicherung. Sie haben aber dann ja nochmal konkretisiert, bitte unbedingt auch mit dem jeweiligen Anbieter klären, wie es mit der DSGVO ist. Also damit muss ohnehin dem auch nochmal reichen. Ja, klar. Also ich bin jetzt da bei Gott kein DSGVO-Spezialist, ja, aber es muss natürlich gewährleistet sein, dass die entsprechenden Anbieter einer Cloud-Telefonanlage DSGVO-konform das Service anbieten. Ja, genau. Also das jedenfalls hinterfragen, das ist Ihr Rat, so habe ich es verstanden. Ja. Ein weiterer Teilnehmender fragt, stimmt es, dass ISDN ab 2021 nicht mehr funktioniert und man daher um eine Cloud-Telefonanlage eigentlich gar nicht mehr herumkommt? Grund, Herr Fischer, wer möchte? Also ja, im Grunde es steht die ISDN-Abschaltung per se ante portas. Nur es gibt noch keinen konkreten Termin, wann es soweit sein soll. Es gibt verschiedenste europäische Staaten, die bereits damit begonnen haben, das runterzufahren. Aber es gibt für Österreich definitiv noch keinen endgültigen Termin, wann das soweit sein soll. Aber in Wahrheit ist man, wenn man sich jetzt mit den Gedanken beschäftigt, in die Cloud zu gehen, das ist die technologische Zukunft. Und es ist gescheiter, jetzt schön langsam sich damit zu befassen oder geht sogar schnell, um diese Homeoffice-Situation heutzutage abzufangen, als dann, wenn dann vielleicht die Infrastruktur, die bisweilen da war, das ISDN-Netz als solches, plötzlich dann relativ kurzfristig abgeschalten wird. Aber das erinnert mich so ein klein wenig an die Thematik der Registrierkassenverpflichtung. Jeder hat gewusst, es kommt irgendwann einmal. Und dann zwei Monate vorher haben sie die Vertriebsmitarbeiter der einschlägigen Unternehmen vor Kundenterminen nicht mehr gewusst, wie sie 36-Stunden-Tage machen, weil jetzt jeder plötzlich eine Registrierkasse gebraucht hat. Also sie bewegen sich auf gefährlichem Terrain, Herr Grund. Sie bewegen sich auf gefährlichem Terrain. Also wir haben verstanden, das ist eine Technologie, die kommen wird. Und die Frage verstehe ich ja auch in die Richtung, das heißt, wenn es ISDN nicht mehr gibt, wird man da de facto an der Cloud-Technologie nicht mehr vorbeikommen. Genau. Ne? Also so vielleicht, ist es zu verstehen. Ja. Vielleicht darf ich nur ergänzen. Es ist halt so, also ich würde jetzt nicht mehr in eine ISDN-Telefonanlage investieren. Ja? Also okay. Es wird eine ISDN-Telefonanlage neu zu kaufen, sage ich mal, würde ich jetzt dann nicht mehr machen. Ob ich jetzt Cloud-Telefonie verwenden möchte, ja, sind viele Aspekte, ja, ist es für mich als Unternehmen das die richtige Lösung. Man kann natürlich auch zu sagen, ich stelle mir on-premise, also sprich bei mir ins Unternehmen eine Telefonanlage, die als Voice-over-IP-Anlage bei einem entsprechenden Telefonieanbieter angebunden wird rein, dann erfolgt quasi, dann steht die Telefonanlage bei mir und dann gehe ich über einen Internetanschluss auch wieder raus zu meinem Provider und verwende das. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, zwingend muss es Cloud-Telefonie sein. Es geht nur, sage ich mal, die Entwicklung einfach weg von ISDN. Das heißt, die ISDN-Abschaltung, ja, also es ist halt nicht so, dass man wirklich bestehende Kunden rein auch abschaltet, ja, und sagt, so, jetzt seid ihr offline.
Aber man muss sich halt überlegen, will ich jetzt da einmal Investition setzen und mal eine neue Telefonanlage kaufen, die dann quasi IP-fähig ist, eine All-IP-Anlage, die ich bei mir quasi wieder hinstelle mit einem entsprechenden Einmalinvestment, oder nutze ich einen Cloud-Service? Weil wir da gerade dabei sind, da kommt noch eine Frage zu einem möglichen Upgrading. Die Frage lautet, können vorhandene ISDN-Anlagen mit DECT, nehme ich an, so ist der Ausdruck hier, Endgeräten, also mit DECT-Endgeräten, oder selbiges via Analogtelefonieanlage in eine Voice-over-IP-Cloud-Telefonanlage anbinden, eventuell mit einem Adapter? Ja, sowas geht. Sie kennen eine bestehende Telefonanlage mit einem Media Gateway oder einen Session Border Controller entsprechend anbinden. Das schaut dann so aus, dass Sie die klassische, sage ich mal, ISDN-Anlage stehen lassen, verwenden im Unternehmen die DECT-Installation, also schnurlos Telefonie weiter, analoge Endgeräte, alles weiter. Und dazwischen haben Sie im Prinzip einfach ein Gateway, wo die Anlage, die Telefonanlage an dieses Gateway angeschlossen wird, und dieses Gateway macht quasi dann die IP-Verbindung zum entsprechenden Telefonieprovider. So kann man sich sicher mal einen gewissen Zeitraum an Neuinvestitionen ersparen, ja, und das auch weiter betreiben. Spricht da überhaupt nichts dagegen, wann das den Anforderungen im Unternehmen entspricht. Ja. Also man muss das jetzt nicht sofort wegschmeißen und sagen, um Gottes Willen. Es ist halt immer nur, ich sage halt, es ist einfach eine Gratwanderung zu sagen, ab wann macht es Sinn, neu zu investieren, und ab wann macht es Sinn, alte Systeme mit Zwischenlösungen am Leben zu halten. Klar, kaufmännisches Thema einfach. Ja, okay, aber gut, das wäre eine Zwischenlösung. Ja. Wir sind jetzt schon sehr tief in der Materie drinnen und auch durchaus schon auf einem gewissen Expertenlevel, Herr Grund. Ich hätte Sie gerne gebeten zum Abschluss. Ein paar Minuten haben wir noch, aber vielleicht trotzdem noch einmal. Machen Sie es bitte für uns anhand eines ganz konkreten Beispiels aus der Praxis. Ja, vielleicht finden wir irgendein konkretes Beispiel. Machen Sie es für uns nochmal fest. Was wäre da jetzt der konkrete Nutzen? Was wäre das, was einzusetzen ist, damit wir da auch noch einmal einen Abbinder haben? Ja, mache ich gern. Mir fällt da ad hoc ein Beispiel ein, weil sich diese Kunde riesig gefreut hat eigentlich über die Vorteile, die sie hat. Es geht um konkret eigentlich einen Einpersonenunternehmen. Also es macht schon Sinn bei einer Nebenstelle. Da ging es konkret um einen Gewerbebetrieb in Wien, im dritten Bezirk, eine kleine Schneiderei. Die hatte in ihrem Geschäftslokal klassisch eine Bankomatkasse über ISDN angesteckt, ihren Internettarif plus das Festnetz mit dem ISDN-Dings und noch ihr Handy. Und ist da in Summe so auf knapp 150 bis 200 Euro, 170 Euro im Monat Kosten gekommen. Sie hat dann eine Übersiedlung zum Anlass genommen und gesagt, eigentlich, ich nehme mir einen WLAN-Würfel, ich will eine gescheite Internetanbindung, ich nehme mir eine schnurlose Bankomatkasse, somit fällt einmal die Grundgebühr für das ISDN pro Monat weg. Ich wechsle zu euch, also diese klassische 9-Euro-Geschichte, und habe jetzt einen ganz simplen Handyvertrag zu ihrem WLAN-Provider noch dazu genommen und kommt jetzt plötzlich auf unter 100 Euro pro Monat. Für alles, also Bankomatkasse, Internet und Handy. Das heißt, da ist also fast eine gut 35-prozentige Kostenersparnis drinnen gewesen mit einem Anschluss. Und was sie mir letztens erst erzählt hat, sie findet es so toll, weil in dieser Telefonanlage, die eben bis zu einer Viertelmillion Teilnehmern nahezu konzipiert sein könnte, sie aber alle Funktionen zur Verfügung hat. Das heißt, ihre Geschäftszeiten sind hinterlegt. Außerhalb der Geschäftszeiten werden die Gespräche nicht auf die mobile App am Handy durchgestellt. Sie kriegt jede Nachricht, die am Anrufbeantworter am virtuellen landet, per E-Mail als Voice-Nachricht zugestellt. Und sie entscheidet selbst, ob sie zurückruft oder nicht. Und sie muss ihren Kunden die private Handynummer nicht mehr geben. Sie ist absolut happy damit und illustriert, dass es sogar schon bei einer Nebenstelle, bei einem EPU Sinn macht, sowohl aus der Komfortabilität heraus, aber auch vor allem aus der Kostenersparnis heraus. Mhm. Ja. Weil Sie mich auf sein pekuniäres wirtschaftliches Thema angesprochen haben,
zwei Punkte, die ich vielleicht jetzt an dieser Stelle gleich noch dazu erwähnen möchte. Das eine ist die 14-prozentige AWS-Förderung aus der Wirtschaftsservices für Investitionen in Digitalisierungsprojekte. Die wird natürlich auch für das gesamte Thema der Neuaufstellung der Telefonie schlagend. Und mit einem kleinen Augenzwinkern und ein bisschen Eigenwerbung für uns auch. Es gab ja vom Bundesministerium für Wirtschaft und Digitalisierung während des ersten Lockdowns die tolle Initiative des Digitalteam Österreich, wo man für KMUs und EPUs eine Sammelplattform erstellt hat. Wo kann ich denn mich an welchem Hersteller, an welchen Anbieter wenden, um Digitalisierungslösungen für mein Unternehmen zu beschaffen, mir anzusehen? Und dieses Digitalteam Österreich ist jetzt, glaube ich, ab kommenden Montag oder 1. Dezember wieder aktiv. Die Frau Minister Schramböck hat auch uns als NFON eingeladen, wieder beim Digitalteam Österreich dabei zu sein. Und ich lade alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlichst ein, sich die Seiten des Digitalteams Österreichs anzusehen. Da gibt es tolle, tolle österreichische Betriebe, die in diesen schwierigen Zeiten zu ganz, ganz tollen Konditionen Waren und Services im Digitalbereich anbieten. Das ist wirklich eine Made in Austria-Erfolgsstory, die da aus dem Ministerium kommt. Und wenn wir Glück haben und die Verhandlungen zwischen der WKO und der Frau Minister Schramböck auch noch mit dem Minister Blümel erfolgreich sind, dann werden vielleicht sogar noch die KMU-Digitaltöpfe wieder gefüllt und auch die Landestöpfe. Jetzt ist der Herr Bürgermeister in Wien wieder Bürgermeister geworden. Vielleicht schafft auch der Wirtschaftsstadtrat da wieder den Wiener Fördertopf auch aufzumachen. Also das ist jetzt ein Potpourri an Möglichkeiten da. Aber wie gesagt, mein persönliches Herzblut, und ich habe mich sehr gefreut, dass wir wieder eingeladen worden sind, von der Frau Minister Schramböck beim Digitalteam Österreich sich zu informieren, was es da an Möglichkeiten gibt. Cool. Danke, Herr Grund. Die letzten zwei Minuten, Herr Fischer, die möchte ich Ihnen geben, weil ich möchte gerne, der Herr Grund hat jetzt auch ein bisschen angesprochen, die Zeit, in der wir jetzt gerade sind. Jetzt wollen wir ja aber hoffen, dass wir in der Zeit, in der wir gerade sind, nächstes Jahr irgendwann einmal auch wieder draußen sind. Wie sehen Sie denn die Entwicklungen zum Thema Homeoffice nach Corona? Ja, also ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass Homeoffice gekommen ist, um zu bleiben. Ja. Ich persönlich bin auch Verfechter dafür zu sagen, es macht für mich, ich bin selber sehr lange, also ich wohne in St. Pölten, ich bin selber sehr lange nach Wien gependelt, ja, zur Microsoft, ins Europlaza, habe dort eine entsprechende Fahrzeit einfach gehabt, ja, wenn alles gut gegangen ist, eine Stunde, wenn es schlecht gegangen ist, halt entsprechend länger. Ich sage einmal, wenn es was Positives gibt an dieser Corona-Situation, ist es, dass Sachen, die man im Vorfeld gesagt hat, die funktionieren nicht oder die können nicht funktionieren, jetzt funktionieren müssen. Und man kommt dann drauf im Laufe der Zeit, natürlich am Anfang ist bei jedem Sounding-Getriebe, vor allem wenn es ganz schnell gehen muss, aber man kommt dann drauf, dass es durchaus praktikabel ist, sie auf solche Situationen einzustellen. Und ich glaube, dass einfach die Mitarbeiter einfach einen Mehrwert haben, im Homeoffice zu arbeiten. Es geht einfach da um Lebenszeit. Man ist auch produktiv. Ja, es geht natürlich auch um Eigenverantwortung an die jeweilige Person und so weiter. Klar, keine Frage. Aber ich sage einmal, es ist gut für Work-Life-Balance. Es ist gut für die Umwelt, ja, da ein bisschen umzudenken. Und nichtsdestotrotz, ja, man braucht dann einfach immer wieder auch dann wieder diese Zusammenkünfte im Unternehmen. Dass ich glaube, es wird so eine Mischung werden, zu sagen, Daily Business kann ich durchaus im Homeoffice machen. Ein paar Rahmenbedingungen kehren dann nur einfach geregelt. Wenn sie das einfach wirklich setzt, dann werden die Mitarbeiter da drinnen bleiben. Ich bin davon überzeugt, dort wo es geht, wird man darauf setzen. Ich glaube, man gibt dann den Mitarbeitern die Möglichkeit zu sagen, wenn Sie ins Büro wollt, ihr könnt reinkommen, die Türen sind offen. Für jeden, der sagt, mir fällt der Kopf auf die Decken oder ich muss einmal raus oder was auch immer. Man kommt zu Meetings zusammen und geht dann wieder auseinander. Ja. Und da ist halt eine Cloud-Lösung eine gute Variante. Ja. Also ich glaube nicht. Wird sich möglicherweise installieren und wird möglicherweise
bleiben oder ist gekommen, um zu bleiben, eine gemischte genau. Variante mit dem Best of Both Worlds, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe. Und die Online-Telefonie, also die Cloud-Telefonie, ist ein Mittel für einen guten Zweck, nämlich dass es hier auch entsprechend gut funktioniert mit dem Homeoffice. Herr Grund, Herr Fischer, mir bleibt an der Stelle nur noch Ihnen vom Herzen zu danken, dass Sie sich für dieses Gespräch zur Verfügung gestellt haben, dass Sie den Mitgliedern der Sparteinformation und Consulting der Wirtschaftskammer Wien hier zur Verfügung gestanden sind mit Ihrer Expertise. Ihnen danke ich fürs Mitmachen, meine Damen und Herren, fürs Mitdabeisein, auch für Ihre sehr aktive, für Ihr sehr aktives Frageverhalten, damit wir hier auch Ihre Situation mit hereinbringen konnten. Vielen herzlichen Dank Ihnen allen, Herr Grund, Herr Fischer, im Namen der Sparte Information und Consulting sage ich Ihnen allen einen schönen guten Nachmittag. Bleiben Sie gesund, Sie wissen schon. Schönes Wochenende, Wiedersehen. Auf Wiedersehen.